Herzlich willkommen zum X-Tipp-Spieltagstipp. Heute zum 7. Spieltag der Kreisoberliga Frankfurt. Heute mit? Mohamed Mamay, der Linksverteidiger von Viktoria Preußen. Alles klar, bereit? Ja, ja. Los geht's mit dem ersten Rödelheimer FC gegen die SV 07 Heddenheim. Dein Tipp? Ja, Heddenheim hat schwach gestartet. Offensiv sind die nicht so stark besetzt. Rödelheim zu Hause schwer zu schlagen. Ich tippe mal auf klare Sieg für Rödelheim mit 3:0. Alles klar, weiter geht's mit BSC Schwarz-Weiß Frankfurt gegen die FFV Sportfreunde 04. Ja, Sportfreunde, technisch eine sehr starke Mannschaft. BSC, kämpferisch sind stark, aber ich glaube, die spielerische Klasse von Sportfreunde überwiegt. Ich tippe mal wieder auf klare Sieg für Sportfreunde mit 3:0. FC Posavina Frankfurt gegen die TSG 51. Ja, TSG hat einen Umbruch. Posavina Aufsteiger, sie wollen sich in der Liga etablieren. Es wird ein enges Spiel. Ich tippe mal auf 1:1. Weiter geht's mit dem VfR Bockenheim gegen FC Tempo Frankfurt. Bockenheim hat einige gute Spieler verloren. Tempo ist manchmal unberechenbar, aber ich schätze sie stark genug ein, um das Spiel zu gewinnen. Ich tippe mal auf 2:1. SG Westend gegen FV Hausen. Ja, ein Topspiel. Beide Mannschaften sind für eine Überraschung gut. Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Enge Kiste, ich tippe mal auf 1:1. Alles klar, SV Griesheim-Tarik gegen die Spielvereinigung Fechenheim. Wieder ein Topspiel. Die beiden Mannschaften besitzen überragende Spieler, die ein Spiel auch allein entscheiden können. Aber ich tippe trotzdem für einen Sieg für Fechenheim. Alter Verein mit 2:1. Wer macht die Tore? Kamil und Wassim Was. Alles klar, weiter geht's mit Maccabi Frankfurt gegen SC Weiß-Blau Frankfurt. Ja, wieder Topspiel. Weiß-Blau ist eine Mannschaft, ist eine Überraschungsmannschaft überhaupt. Weiß-Blau ist eine der Überraschungsmannschaften überhaupt. Sehr gute Tordifferenz, aber Maccabi gilt als Favorit für die Meisterschaft in der KOL. Die haben sich ganz gut versteckt. Es wird enge Kiste. Ich tippe mal auf Unentschieden. Mit 1:1. Alles klar. Und zu guter Letzt FC Karlbach 2 gegen SV Viktoria Preußen. Ja, wir haben leider die Saison ganz schlecht gestartet. Wir haben einige Punkte liegen lassen. Und ja, wir stehen jetzt hinten drin. Deswegen müssen wir am Sonntag unbedingt punkten. Es wird kein einfaches Spiel. Karlbach sind sehr gut versteckt. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und ich tippe mal auf einen Sieg für uns mit 2:0. Hier irgendwelche Torschützen im Sinn? Daniel Rother und Daniel John. Alles klar. Alles klar, vielen Dank.